Hallo Leute, ja, wir sind soweit. Ich habe das Lager reingepackt, ich habe meinen Rucksack voll. Wir steigen ein in die Rakete, um dann zurückzufliegen und die Forschungspunkte alle einzusetzen, ne? In den Orbit schießen oder zu anderen Planeten schießen. Ich glaube, das ist ziemlich egal, was man da macht. Aber naja, wir werden da jetzt diesen schicken Planeten verlassen, Kalidor, und werden jetzt nach Silva zurückfliegen. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir dort die Forschungspunkte einsetzen. Das ist nur die Frage, wo unsere Basis gerade ist. Ja. W ist beschleunigen. S ist verlangsamen. Ich sehe sie noch nicht, die Basis. Da unten müsste jetzt aber bei kommen, oder? Nee. Bin aber da schon einmal rum, oder? Oder ist. Ah, da rechts kommt's. Okay. Ja, machen wir nochmal ein Stück weiter, damit wir vielleicht da genauer sehen, wo wir hinterkommen. Also, ich tippe schön auf das Schildchen, aber ich muss nicht das Schildchen nehmen, sondern. Nach dem Logo schauen wir, wo wir gelandet sind, ne? Da sind wir jetzt an unserer Hauptbasis. Wir sind jetzt hier wunderbar unterwegs mit den Klamotten. Wir haben hier, glaube ich, eine verbrauchte Düse jetzt, oder? Genau, die können wir ausschlachten. Da hinten ist unser ausschlachtendes Lager, glaube ich. Und können dann hier. Tatsächlich schon eine neue haben wir da. Die bauen wir sofort da drunter, ne? Dann ist die schon wieder startklar. Nehmen jetzt das Lager hier einmal raus und packen das in die Nähe von unserem. Das war jetzt hier eine Exo-Auftragsplattform. Ne, das ist. Hier ist die Forschungskammer. Okay, dann packen wir es vielleicht mehr hier hin. Und. Müssen das auspacken. Packen das da rein. Und der Dicke kommt da auch hin. Und dann können wir hier noch einen kleinen hinpacken. Da haben wir noch mehr von denen. Und der kann man, glaube ich, auch Forschungsprobe. Ne? Ja, genau. Und der ist jetzt noch einer, der ausgepackt werden muss. Geht der da hin? Ne, ne? Wenn ich den rübersetze, ne? Geht der dann dahin? Ne, schade, leider nicht. Dann bleibt das da erst noch liegen, bis wir so weit sind, dass das da rein kann. Ne? Okay, die Probe ist da, der ist da. Das sieht erstmal alles gut hier aus. Wir können natürlich mal auch gerade reingucken. Wir haben schon 7453 oder sowas, ne? Ist schon eine ganze Ecke, die wir da haben. Dann würde ich sagen, schauen wir mal. Was können wir denn hier neu erforschen, ne? Das ist ein tragbarer Sauerstoffwerk. Ein Gegenstand zur Sauerstofferzeugung. Produziert Sauerstoff, wenn andere. Sie zieht in aktiven Zustand ein ES Energie. Kostet 10.000. Okay, das haben wir natürlich nicht. Dann gucken wir mal hier in den nächsten Slot. Der ist voll. Wieso ist das hier? Kleine Windturbine. Was kann ich hier denn drücken? Erforsche kleines Solarmodul. Okay, Solarmodul. Okay, dann ist das tatsächlich hier. Machen wir erstmal alles, ne? Was haben wir da? Schmale Anpassung. Was kostet der Spaß denn? 1000er? Komm, machen wir auch. Damit wir das erstmal alles weg haben hier. Was ist das? Ein Bohreranpassung Stufe 3. Und das ist dann zu teuer hier, ne? Feuerwerk. Kostet 3750. Kleine Kamera, zu teuer. Was haben wir hier? Holographische Figur. Geländeanalysator. Erkennt. Und isoliert Terra an
Terrainfarben, Aktivierung durch Anschlüsse an Geländewerkzeug. Ja, komm, das geht ja auch. Dann machen wir das nochmal. Und das hier ist ein Sonnenscanner, okay. Was haben wir hier? Feststoffsprungbooster, Hydrazin, Jetpack, Overboard. Aha, das ist für eine erfüllte Mission etwas. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Jetzt müssen wir erst wieder Forschungspunkte zusammenkriegen, weil wir die gerade alle verballert haben, ne? Da ist noch einer, der nennt sich tragbarer Sauerstoffmacher. Da ist nichts. Der tragbare Sauerstoffmacher wäre mit 10.000 Points natürlich eine Wucht, ne? Gut, jetzt haben wir natürlich hier noch mehrere Stufen. Fällt uns ein, ne? Feldunterkunft, okay. Autoarm. Mittler Kanister für Flüssigkeiten und Erde. Energiesensor, Lagersensor, Batteriesensor. Tastenwiederholung, Näherungsindikator, Verzögerungswiederholer, Zahlwiederholer. Netzschalter, okay. Verteiler. Mittelgroße Windturbine. Mittelgroße Batterie, das wäre vielleicht noch ganz interessant. 3750, okay. RTG. Stromgenerator-Gegenstand, okay, da können wir dir auch mal forschen, ne? Aber 12,5 ist natürlich eine Hausnummer. Plattform. Plattform. Hohe Plattform, mittelgroße T-Plattform, okay. Mittels großes Silo, hohes Lager, okay. Hier ist Fahrzeugtechnik, mittelgroße Buggyhupe. Winde, okay. Planierer. Ah, das ist Bohrwerkzeuge hier. Hydrazinschubdüse. Bietet eine dauerhafte Schubkraft, benötigt Hydrazin. Aber da brauchen wir nur dann Treibstoff nur noch. Okay, auch sehr interessant. Bahnpfeiler, okay, das ist Bahngeschichte hier alles. Und was haben wir hier noch? Ein Fehlersucher. Belohnung für erfüllte Missionen, alles klar. Was haben wir hier? Atmosphärenkondensator, okay. Ein großer Schredder, großes Solarmodul, große Windturbine. Große Plattform, noch mehr Plattformen, großes Ressourcenkanister, großes Lager. Was kostet das große Lager? 2000, vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Ein großer Roversitz. V-Toll. Ah, das gibt es auch nur in der Mission. Kran, großes Nebelhorn. Lokomotive ist klar mit den Waggons und hier haben wir noch eine Freizeitkugel, die brauchte man für irgendwie diesen Turm da. Und dann haben wir noch das hier, ne? Extra großer Schredder, Solarstromanlage, krass, Windturbine XL. Mittlerer Sensorbogen, XL-Sensorbogen, Sensorballadarchin, großer Sensorring. Okay, da habe ich noch keinen blassen Schimmer, wofür das gut ist. Extra große Plattform, okay. Extra großes Lager, das ist ja auch cool. Kostet auch nur 2000. Eisen und Keramik braucht man da. Großer Rover. Das ist schon eine Hausnummer dann, ne? Oh, da gibt es auch eine mittlere Shuttle. Da kann man bestimmt noch mehr reinpacken dann. Ein großes gibt es auch noch. Ein Bahnhof, okay. Ja, da sind wir jetzt erstmal so weit, dass wir hier weitere Forschungspunkte reinballern müssen. Aber das dauert natürlich. Wie weit ist der denn jetzt hier mit Forschen? 300. Okay, fast 400. Gut, da sind wir hier erst durch. Haben das. Da ist jetzt noch eine Forschungseinheit. Zwei Forschungseinheiten sind da noch. Das heißt, die lege ich mal hier nochmal neben. Und das Lager kommt mal gleich schon da oben rein, ne? Weil das brauchen wir ja. So, der Schredder. Konnte nichts schreddern, was ich hier liegen habe, weil das war ja meine Idee, mal die zu schreddern, aber das ging ja nicht, ne? Oder wie war das? Das ist doch der mittlere Schreddler, ja.
Das ging nicht. Aber bestimmt schon tausendmal probiert, ne? Leider. Was ist das hier? Eine Landeplattform. Ach, die müssten wir einpacken, ne? Ach, die ist ja eingepackt, aber. Oh. Die wäre jetzt interessant mitzunehmen, aber da oben haben wir noch ein Lager sitzen, ne? Komm mal hier. Die leg mal da hin. Aber kriegen wir eher, dann wäre das jetzt das Lager rauszunehmen, ne? Und dann das Ding da rein, ne? Ja. Dann hätten wir die Landeplattform auf einem anderen Planeten, aber irgendwie lagertechnisch kriegen wir das dann nicht mit. Ist jetzt auch nicht so der Bringer, glaub, oder? Erstmal. Das müssen wir mal anders gucken noch. Also, wir haben noch einen Rucksack, in dem noch verdammt viel drin steckt. Aber bis auf das Dynamit kann das irgendwo in Lagerräume eingesortiert werden, wenn denn hier welche sind. Da ist noch Platz. Da müssen wir jetzt hier das reinmachen und das reinmachen. Das Ammonium auch noch da rein. Und dann das noch dahin. Und wo schlappte der gerade ein? Nirgends. Was ist das noch? Zink. Ah, dahinter schnappte der noch ein. Wo ist denn noch ein Platz hier frei? Nirgends. Wo der Sprengstoff lassen wir mal drin, weil da war ja so ein Kanister mit, ne, sag schon, zu öffnen. Haben wir hier irgendwo in der Nähe ein? Ich glaube nicht, ne, oder? Da drüben sieht das nicht danach aus. Oder? Was leuchtet denn da? Verlassener Rucksack. Seltsamer Gegenstand. Kann ich das auch einpacken? Auf jeden Fall müssen wir gerade schnell an die Sauerstoffversorgung wahrscheinlich. Wie kriege ich die denn aufgehoben? Benutzen. Okay. Bring den mal da hin. Ja. Okay, die kann man da einzeln wegnehmen jetzt. Okay. Ach, das ist unsere Kapsel, wo wir gelandet sind, ne? Und da haben wir so einen Rucksack nicht gesehen. Komisch. Energiezellen. Geretteter Eintrag. Benutzen. Was passiert denn jetzt? Okay. Irgendwie bewegt sich der Himmel oder so. Keine Ahnung, was der macht. Zehn No Unix neue Regel für alle Auszubildenden fasst meine Maschine nicht an. Belluna Forschungsbasis globale Stabilität. Ich habe keine Ahnung, was der mir sagen will. Ich nehme den Rucksack mit oder geht er nicht mitzunehmen? Der geht nicht mitzunehmen, ne? Schade. Was habe ich da denn drauf? Da ist noch eine Forschungsprobe, die können wir auch noch mitnehmen. Und was ist das hier? Flutlicht, okay. Und das Teil kann ich wahrscheinlich. Oh doch, das kann ich auch noch mitnehmen, okay. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Da oben ist nichts mehr drauf, ne? Ah, der ist da kaputt, der Rucksack. Ups, das war falsch. Aber wir brauchen nur weitergehen, dann bleibt der da ja zurück. Da mussten wir lang. Sind das Nordlichter oder was sind das? Sieht auf jeden Fall krass aus, ne?
Wer weiß, was wir da wieder aktiviert haben, ne? Und nichts davon wissen. Also das hier. Sauerstofffilter, okay. Kann man dieses Flutlicht auch da oben hinbauen? Und das bringt mehr Wasser. Ausschalten. Warte mal, da vorne. Ja, weiß ich auch nicht. Nehmen wir mit, weil das können wir nämlich an einer anderen Station vielleicht irgendwo festmachen und dann sehen wir mehr. Okay, hier wird schon weiter geforscht an einem nächsten Produkt. Das heißt, wir können den da drauflegen. Okay, und nun, was machen wir nun? Hier hatten wir, glaube ich, Gemisch im Keller, ne? Dann, was ist die nächste Frage? Aber das ist jetzt nicht wichtig. So, wir haben ganz viele Sachen erforscht sozusagen und warum schlicht denn das Ding hier? Leeres Terrarium. Muss erst mit bestimmten Gegenständen gefüllt werden. GD Solo steht da drauf. Okay, das würde bedeuten, da muss es eine Mission für geben, oder? Missionen waren bestimmt nicht da. Lass uns mal die Plattform hier erstmal angucken, wo das Terminal ist. Da ist es. Tiefer Graben, Beschaffung von Malachitproben zur logischen Bewertung. Die Kali-Gehäuse gescannt, leider keins. Die Solo auch nicht gemacht. Knacke Koffer, finde und sprenge einen Exokoffer. Ja, das können wir definitiv machen. Drucke einen Atmosphärenkondensator, produziere Vollgasressource. Sammle Lithium. Gefüllter Speicher. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Sichere wie. Platziere Unterkunft und platziere Unterkunft oder Landeplattform auf Kalidor. Okay. Die Landeplattform hätten wir schon. Produziere Schrott, nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Okay. Aktiviere eine Portalkammer. Habe ich auch noch nicht geschafft. Oh, da sind so viele Aufgaben jetzt gerade, ne? So, das ist fertig, oder? Irgendwie klappt das nicht. Abholbereit. Wie, wo kriege ich den denn jetzt weg? Aus dem Ding da hinten? Ich glaube ja, ne? Aus dem Forschungslabor. Das war da, ne? Eine Folge auf dem Weg, das hatten wir alle schon, aber hier ist ja noch nichts drin, ne? Hm. Wie war das denn? Da war doch hier diese Tür da, oder? Oder ging das jetzt schon nicht mehr, ne? Kann ich da was machen an der Tür? Eigentlich nicht, ne? Ne. Das Ding ist schon durch, das hat man einmal gemacht, das war's. Exemplare. Ja, weiß ich auch nicht mehr, das ist schlecht, ne?
Wenn sich da einer dran entsinnen kann, was wir hier gemacht haben, dann könnt ihr mir das ja vielleicht mitteilen. Das wäre schön, wenn ihr das in den Kommentaren macht. Ich bin aber erstmal durch hier sozusagen. Ich würde auch sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.